Wie funktioniert die Legislative, die Exekutive und die Judikative? Legal ist das, was gesetzlich erlaubt ist. Beispiel, wir haben derzeit noch die Normalität. Wir haben unbegrenztes Tempo auf den Autobahnen, und da, wo es möglich ist. Jetzt ist aber die Legislative, das heißt das Parlament, was ja vorwiegend jetzt sich um den Umweltschutz kümmert, dabei immer wieder reinzubringen, nee, Tempo 130 auf Autobahnen. Jetzt nehmen wir die ganz Schlauen, und zwar die Exekutive. Die Exekutive sagt, nehmen wir mal an, das Tempolimit 130 wäre gerade durch. Nee, wir stellen Blumenkästen auf die Autobahn, damit das schön langsam wird, denn der langsamste bestimmt in Deutschland das Tempo. Nehmen wir es mal an. Jetzt sagen aber die vielen Leute, die irgendwelche Waren transportieren, 130, gut, als Lkw-Fahrer mit 80 würde mich das nicht ganz so stören, aber Blumenkästen, nee, da kommen wir ja nicht mal mehr drum rum. So geht das überhaupt nicht. Und rufen ein Gericht an. Die Justiz, ne, Ju steckt da schon wieder drin. Die Judikative sagt dann aber, also die richterliche Gewalt, Moment mal, seid ihr denn bescheuert? So geht das nicht. Wir heben das Tempolimit wieder auf. Eigentlich ganz einfach, ne? Also, das heißt, der Hammer fällt, ja, bei uns nicht, aber der Richter schlägt mit dem Hammer dann nach dem Urteil auf den Tisch und sagt, so, Schluss, diesen Quatsch, das wollen wir nicht. So geht das nicht. So, das war die ganz kurze Erklärung. Also, nochmal, die derzeitige Situation, was normal ist, was also der Norm entspricht, ist, wir können so schnell fahren, wie wir wollen, wenn es da an den Stellen erlaubt ist. Wenn jetzt also das Parlament sagt, nee, 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 wir wollen 130 auf allen Autobahnen, na ja gut, dann müssen wir uns erstmal daran halten. Wenn jetzt aber sogar die Exekutive, das heißt die Execute, ausführen, die das, was die hier beschlossen haben, ausführen, also die staatliche Gewalt ausüben und sagt, nee, 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 wir lassen überhaupt keinen mehr auf den Autobahnen fahren, wir stellen da Blumenkästen auf, dann ist es immer noch möglich, dass die Judikative, das heißt, also die richterliche Gewalt, sagt, ah, das ist Quatsch. Das lasst mal schön. Ich hoffe, ich habe was zu den Fremdwörtern beigetragen und wünsche euch einen schönen Tag. Die ganze Sache werde ich auf Telegram nochmal veröffentlichen, allerdings da etwas drastischer. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Denn wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Sache, der IQ ist nichts, aber die Unbildung ist alles. Ne? Es droht uns eine Idiokratie. Und dagegen müssen wir was tun. Na dann, auf geht's!